Es sollen auch Leute geben, welche 4K-Videos für unnötig halten, und leider gehört der gute Willi auch dazu. Und da er mit ganzen 8 Argumenten gegen Dominik antritt, habe ich mir gedacht, dass ich ihm mal helfe und dass wir gemeinsam diese 8 Argumente widerlegen. Da wir beide erst vor kurzem auf 4K umgestiegen sind, passt das Ganze ziemlich gut und ich würde sagen, alles weitere erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Also Willi, dann hau doch mal deine ersten Argumente raus. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass nur wenige Leute einen 4K-Monitor haben? Ja. Und wo ist jetzt das Problem? Na genau da ist doch das Problem. Es können dann nur wenige Leute das Video in 4K anschauen und deswegen bringt es dir doch überhaupt nichts. Es haben zwar noch nicht so viele Leute einen 4K-Monitor, aber selbst auf Monitoren mit einer geringeren Auflösung sehen diese Aufnahmen deutlich besser aus, denn eine 4K-Kamera nimmt deutlich mehr Details als eine Full-HD-Kamera auf und dementsprechend sind mehr Details vorhanden, welche dann nur runterskaliert werden. Und nicht zu vergessen, die meisten Leute werden sich eh erst ein 4K-Ausgabegerät kaufen, wenn auch wirklich genug Content verfügbar ist, und für den Content sind wir ja wohl verantwortlich, dass dieser in 4K verfügbar ist. Ja gut. Du hast schon recht, aber ich werde mir vorerst keinen 4K-Monitor kaufen. Hatten wir nicht schon mal geklärt, dass du gar keine reale Person bist und dir dementsprechend auch gar keinen Monitor kaufen kannst? Ja, stimmt, da war was. Aber wenn es gehen würde, würde ich mir trotzdem keinen kaufen. Das ist deine Entscheidung, aber nach und nach werden immer mehr Technik-YouTuber auf 4K-Kameras upgraden. Ah, wo du gerade von Kameras sprichst, kann ich dir ja gleich noch mein zweites unschlagbares Argument präsentieren. Na, da bin ich jetzt mal echt gespannt. Für den Normalverdiener sind brauchbare 4K-Kameras einfach unbezahlbar. Ja gut, aber für den Hustler ist das ein Schnäppchen. Aber wenn der Normalverdiener auch von 4K überzeugt sein soll, müssen die Kameras doch auch bezahlbar sein. Dir ist aber schon klar, dass die meisten Smartphones auch schon 4K aufnehmen können und die Qualität auch überzeugen kann? Das mag sein. Aber wer filmt denn bitte mit einem Smartphone seine Videos? Ja, wem das nicht reicht, der kann sich ja auch einfach eine günstige Einsteigerkamera kaufen, denn diese fangen auch schon bei ca. 600 Euro an. Dass ich nicht lache, welche sollten das denn bitte sein? Zum Beispiel die NX500, diese benutze ich doch auch für meine Videos und die Qualität, die überzeugt. Na stimmt, so viel teurer sind die gar nicht. Sag ich doch, also was hast du noch gegen 4K zu bieten? Natürlich habe ich etwas, aber dagegen kannst du echt nichts sagen. Der Upload der Videodateien dauert deutlich länger. Das ist so logisch, weil die auf... Ja, siehst du, wusste ich es doch. Willi, kannst du mich bitte mal ausreden lassen, wenn ich einen Satz angefangen habe? Danke. Also, das ist doch ganz logisch. Die Auflösung ist doppelt so hoch und dementsprechend muss die Datei ja auch größer sein. Und wenn das Internet nicht gut genug ist, kann man ja auch einfach über Nacht hochladen. Und ich meine, irgendwo muss man auch Prioritäten setzen. Also habe ich recht? Nicht direkt. Beim Umstieg von 480p auf HD haben auch die Leute alle gesagt, das ist unnötig und nur die Datei ist größer. Und trotzdem hat sich HD durchgesetzt. Und genauso wird es jetzt vom Schritt von HD auf 4K sein. Mist! Jetzt habe ich nur noch ein letztes Argument. Da bin ich jetzt aber wirklich mal gespannt, ob dieses Argument wirklich taugt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Content durch die Auflösung vernachlässigt wird? Um ehrlich zu sein? Nein, nicht wirklich. Was? Das sieht man doch an jeder Ecke. Klar, ich meine, es gibt immer Leute, bei denen das der Fall ist, aber das trifft auf keinen Fall auf die breite Masse zu. Nenn mir doch mal ein paar Beispiele. Mist, mir fällt gerade leider keiner ein. Tja, siehst du, weil du diese Leute vergeblich suchst. Ja gut, ich gebe es zu, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Mann, dass er denkt, dass er gegen 4K ankommen kann.
Aber jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir diese doch mal in die Kommentare. Findet ihr 4K unnötig? Dass das jetzt auch mit diesem Video war, empfehle ich euch genauso wie Willi, einfach mal den Link unten in der Beschreibung abzuchecken und das Video von Dominik anzugucken. Und ob er auch Willi besiegen kann, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Also schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Dann war es das auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr keine Videos von meinem Kanal mehr verpassen möchtet, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video auch wieder vorbei. Bis dann. Ciao.